Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, am 24. Juni 2022, dem Hochfest Heiligstes Herz Jesu, erhielt ich am Abend wieder eine persönliche Botschaft, die ich Ihnen in Auszügen hier als Sonderbotschaft vorlese. Christus sagte: Meine Tochter, nun bereite dich auf den Gottesdienst vor. Ich freue mich auf unsere Begegnung im Heiligen Mahl. Wir werden wieder leibhaftig zusammen sein, du und ich. Viele glauben nicht mehr daran, dass ich bei der Kommunion wirklich leibhaftig in sie eingehe und mich mit ihnen verbinde. Das ist aber die große Liebesverbindung, die ich als Gott mit euch Geschöpfen eingehe. Ja, es ist schwer zu verstehen, aber wer es fassen kann, der fasse es. Es ist wie eine Umarmung von innen her, eine Verbindung zwischen Gott und Mensch, die inniger nicht sein könnte. Durch den würdigen Kommunionempfang könnt ihr viele Gnaden gewinnen. Ja, mehr noch, ich bin selber das Geschenk, das ihr erhaltet, wenn ich persönlich in euch eingehe und mit euch verschmelze. Amen. Betrachte dieses großes Geheimnis, meine Tochter, dann wirst du sehr davon profitieren. Ich bin das größte Geschenk, das ihr auf Erden erhalten könnt. Ich reiche mich euch als Brot dar, damit ihr mich leicht aufnehmen könnt. Nehmt mich nicht nur mit dem Munde, sondern in erster Linie mit dem Herzen in euch auf. Ich bin kein Brot für euren Magen, sondern eine Stärkung für euer Herz. Nicht in euren Mägen will ich als Gott verweilen, sondern in eure Herzen eindringen, wonach ich mich unbeschreiblich sehne. Ich liebe euch so sehr und will mich ganz mit euch verbinden. Könnt ihr das verstehen? Amen. Soweit die Worte des Herrn.